Ja, Mädelchen und Moin. Wir gucken uns heute eine Reaction an auf Tamara und machen in dem Sinne eine Reactionception. Finde ich auch ein bisschen cringe. Ich verstehe das Konzept. Dieses, ich reagiere auf die und die reagiert auf mich und hu. Aber ich fand es spannend. Deswegen, weil Tamara Werni, jeder kennt sie wahrscheinlich so aus der Bubble. Ich bin mit vielen einverstanden, was sie sagt. Vielleicht mit einigen Punkten nicht ganz, aber meistens schon. Und ich glaube, die Person, die wir uns angucken werden, die ist überhaupt nicht der Meinung von Tamara. Ich bin gespannt, ob so ist. Wir werden sehen. Die Person heißt übrigens Tandarok, falls einer die mal selber sich angucken möchte. Unabhängig davon werde ich die auch verlinken, natürlich. Jeden Originalbeitrag, den verlinke ich ja auch. Gut. Fangen wir mal an. Schon lange nicht mehr unseren liebsten weiblichen Dating-Coach angeschaut. Was hatte die denn in letzter Zeit für Videos? 15 Anzeichen, wie du eine traditionelle Frau erkennst. Die brutale Wahrheit, warum Männer heute lieber Single bleiben. Green Flags bei Frauen, 8 extrem positive Anzeichen, dass sie ein Keeper ist. 7 Dinge, die du deiner Frau verschweigen darfst, ohne schlechtes Gewissen. So testen dich Frauen, ohne dass du es merkst. Das ist alles so. Oh mein Gott. Diese Videos von ihr einfach. So wild. Es gibt so viel. Ich bin gespannt, was jetzt wild wird. Komm, erzähl mir was. Viel. Leute, es gibt so viel. Leider. Green Flags bei Frauen. 8 extrem positive Anzeichen, dass sie ein Keeper ist. Ich glaube, das interessiert mich tatsächlich am meisten. Das seht ihr gerade gar nicht. Was hier daneben ist, weil ihr die Reihe da nicht mehr seht. Wenn sie das tut, ist sie ein Keeper. Ich würde gerne wissen, ob ich ein Keeper bin. Ob ich. Ich möchte nicht unfreundlich wirken, deswegen sage ich lieber dazu nichts. Außer, dass ich auch kein Keeper bin, um es mal so zu sagen. Also ich habe einen erwischt. Und der liebt mich, keine Frage. Aber aus Äußerlichkeiten würde ich nicht davon sprechen, dass ich eine geile Mulle bin. Ist einfach eine Tatsache. Ich bin zu dick. Ich achte nicht darauf, dass ich mich schminke. Ich achte nicht auf meine Haare. Die habe ich so durchgemädelt, dass sie einfach nur noch da sind. Aber eigentlich habe ich keine. Also, und Haare sind meines Erachtens sehr attraktiv bei der Frau, finde ich. Gehört dazu. Ich würde selbst Tamara nicht als Keeperin betrachten, weil sie einfach zu alt ist. Nichts für ungut, Tamara. Hübsche, attraktive Frau in ihrem Alter. Aber um wirklich, ja, ich würde nicht Heiratsmarkt, aber auf dem Markt wert zu sein, da musst du halt jung und hübsch sein und am besten noch ein bisschen Grips im Kopf. Also, ja, und nichts für ungut, jetzt kommt nochmal ein nichts für ungut. Transsexuelle Frauen und ich assume jetzt einfach mal, dass du eine bist. Ich weiß es nicht, aber ich habe so eine Vermutung. Ja. Können sehr hübsch sein, keine Frage. Manchmal sogar hübscher als eine biologische Frau. Soll mal dahingestellt sein. Aber ich würde sagen, es gibt Männer, die stehen drauf und es gibt nicht Männer, die stehen drauf. Man ist einfach irgendwo, naja, ist schwer, das auf einem Markt irgendwie zu betiteln, wie wertvoll das ist. Betrachtungsweise ist Kinder kriegen, etc. Das gehört ja alles dazu. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen, könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht nicht so einfach auf dem Markt ist. Aber sei dahingestellt, wir gucken mal, was für eine Frau wir sein müssen, damit wir eine Keeperin sind. Los, Tamara. Diese 8 extrem positiven Anzeichen auch habe. Also machen wir doch das schnell. Schauen wir Diese mal. 8 Dinge tut. Spannend ist, Tandarok, ich nenne dich jetzt so, weil das der Name ist, also. Dein YouTube-Name oder wie auch immer. Ich nehme an, sie twitcht auch, kann ich mir vorstellen. Ich mache jetzt auch noch Pronomen sie, weil ich nicht weiß, ob es anders ist.
könnt mich ja korrigieren in den Kommentaren, wenn es anders ist, gern geschehen. Aber ich glaube, dass dich das total interessiert, deswegen, weil du natürlich auch wissen willst, ob du diese weiblichen Komponenten hast, die Tamara meint, die gut sind bei Männern und die dann on fleek kommen. Also es, ich glaube, unbewusst weißt du, also bewusst weißt du wahrscheinlich gar nicht, warum dich das so geil macht, aber du wirst es gleich wieder sehen. Du sie an ihr beobachtest, ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ebenbürtige und faire Partnerin, eine wertvolle Person, die man behalten sollte. Und sonst ist sie keine wertvolle Person. Sonst ist sie eine Person, die nicht wertvoll ist und die man wegschmeißen kann. Nein, wertvoll ist jeder Mensch. Jeder Mensch ist wertvoll. Wir alle haben Respekt verdient. Jetzt mal realistisch. Ist... eine Person, die dich null interessiert, für dich wertvoll? Fragezeichen. Du würdest sie vielleicht mit Respekt trotzdem behandeln. Das stelle ich jetzt nicht in Frage, das würden die meisten Menschen tun. Du würdest nicht disrespectful auf diese Person eingehen, nur weil sie dir nichts bedeutet. Aber du würdest dir auch nicht mehr Mühe geben. Etwas Wertvolles beinhaltet bei Tamara, ist diese Person für dich wertvoll? Möchtest du sie behalten, keepen? Möchtest du diese Person behalten und eine Beziehung mit ihr führen, langfristig? Das ist damit gemeint. Und die Frage ist, willst du das oder willst du es nicht? Und jetzt will Tamara dir erklären, weswegen Männer das vielleicht dann doch wollen, weil du bestimmte Eigenschaften besitzt, die sie toll finden, bla. Leber kann doch auch ein Keeper. Maxi, ist das gerade ernsthaft ein Fußballwitz in meinem Chat? Also damit kann ich auch leider nicht arbeiten. Ich finde Fußball nicht spannend. Das ist für mich nicht wertvoll. Um es mal so zu sagen. Kann weg, muss nicht weg, kann da bleiben. Ist mir egal, ich guck's nicht. Mich juckt das nicht. Ich weiß nur, dass in meiner Stadt, wenn Fußball ist, alles immer voll ist und da funktioniert nichts mehr. Die Öffis sind kaputt. Ja, brüllende Leute, die machen. Also mehr sehe ich da nicht. Tut mir leid, ich finde Fußball jetzt nicht spannend. Raus. Ich weiß selber, wo die Tür ist. Nein. Für die Neuen hier, ich bin Tamara und ich setze mich mit gesellschaftlichen Themen auseinander, aber auch mit der Psychologie im Geschlechterverhalten. Und wir haben hier auf dem Kanal ja schon angeschaut, welche Warnzeichen es bei Frauen gibt, wo man als Mann besser vorsichtig sein sollte, wenn sie bestimmte Verhaltensmuster zeigt. Ja, und heute schauen wir uns mal Dinge an, die sehr für sie sprechen, wenn sie sie zeigt, wenn du sie bei ihr beobachtest. Ist das eine Green Flag, also grünes Licht? Wichtig ist, wenn sie Eis ganz komisch schleckt. Habe ich gelernt von den X von Frauen. Eis schlecken, ganz schwierige Geschichte, da muss man aufpassen. Mhm. Sie ist ein Keeper und mit ihr stehen die Chancen hoch, dass ihr es gut haben werdet. Und natürlich ist das keine Garantie. Natürlich braucht es noch andere Dinge als diese 8, um zu erkennen, ob dieser Mensch wirklich zu einem... Dankeschön, Hashtag Not All hat sie auch gemacht. Sehr gut. ...einem passt, aber das sind einige hilfreiche Indikatoren. Nummer 1, kleine nette Gesten. You give her my test, you give her the door test. What's the door test? All right, listen to me. Ihr kennt vielleicht den berühmten Türtest aus dem Film A Bronx Tale. Da erklärt der Gangster Son... Noch nie von diesem Film gehört, aber ja, sure. ...nie einem jungen Mann bei seinem ersten Date, wie er herausfinden kann, ob sie ein Keeper ist. Er sagt dann, du hältst dir beim Auto die Tür auf, lässt sie einsteigen, läufst ums Auto rum und wenn sie sich rüberbeugt, um den Knopf deiner Fahrertür hochzuziehen, dann ist sie ein Keeper. Wenn sie den Knopf nicht hochzieht, weißt du, dass sie eine egoistische, verwöhnte Göre ist und sie ist damit nur die Spitze des Eisbergs. Ja, ich kenne das auch, aber ich habe den Film auch nicht gesehen, tut mir leid. Also müsste ich nachträglich, Deutsch, tut mir leid, ich versuch's noch. Müsste ich nachträglich tatsächlich mir angucken. Wenn es ein alter Gangsterfilm ist, ist das so ein Scorsese-Film? Ich kenne einige, aber nicht alle. Ich mag die, also muss mal gucken. Muss ich mal durchgucken, ob ich das kenne oder nicht oder ob ich das gucken will. Ich verspreche es nicht, dass ich es gucke. Aber ich kenne das Meme. Was ich verstehe dahinter, ist, ob diese Person hilfsbedürftig ist. Was ich darunter verstehe, ist, ob diese Person wirklich eher so ist, dass sie egoistisch daran
wichtig empfindet, wie du sie behandelst und dass du ihr entsprechend die Tür aufmachst, das Essen bezahlst, diese Ich-Geschichten, dass sie die ganze Zeit nur guckt, wie du sie behandelst, statt darüber nachzudenken, ich könnte ihm ja helfen, indem ich da vielleicht da unterstütze oder ich da ihm das Messer anreiche oder auf die nette Art. Nicht wie beim Händeklatschen mit Shuroka, das meine ich nicht. Und Dream war und privat reden und ihr Frieden angeboten hat und die Hand reichen wollte, war ihr Kommentar dazu auf Ernst danach auf Twitter? Auszug aus dem Stream heute. Werde ich dann privat geklatscht oder wie ist der Plan? Richtig, Shuroka, überhaupt nicht überdramatisch. Genau das meinte Monte, der böse, böse Schläger mit Hand reichen, ja. Und also auf die nette Art und Weise. Kleine Gegebenheiten. Ich unterstütze ihn bei seinem Tun und gebe ihm das schon mal in die Hand, weil er es eh gleich braucht. Solche Sachen. Das verstehe ich. Das zeigt ja auch, dass diese Person in dem Fall, das, was du vorher nicht verstanden hast, dass du dieser Person, dass die Person dich als wertvoll betrachtet, wenn er das macht oder wenn sie das macht. Das suggeriert den Mann, dass er für dich wertvoll ist, dass du etwas Nettes für ihn machst, weil es natürlich leider nicht mehr so gegeben ist, dass es Menschen machen aus Höflichkeitsformen. So sind wir nicht mehr. So höflich sind wir nicht. Jeder sieht natürlich einen Vorteil darin, irgendwen anders zu helfen. Ob es jetzt der eigene Vorteil ist oder für was anderes, ist ja egal. So sind wir halt. Bitte was? Okay, I'm confused. The door test? Noch nie gehört. Also, kleiner Tipp. Du kochst zusammen mit deinem Typen. Oder was auch immer für Partner oder Partnerin du dir wünschst. Und du müsstest da mal an das Brett, was so weit weg ist. Und du kommst da gar nicht dran, aber du bräuchtest das gleich. Und bäm, der Partner oder die Partnerin neben dir denkt sich, oh, du brauchst bestimmt gleich das Brett, guck mal hier. Und hilft dir. Das reicht auch schon aus. In dem Fall, dann wäre das schon weitläufiger, weil das erste Date und man kocht zusammen ist eigentlich nicht so gegeben in der Regel. Deswegen die Tür, wenn du ein Auto hast, setzt voraus, du hast ein Auto, wo das sinnvoll ist, dass du das Ding aufmachen musst, weil komm mit. Das war eine andere Zeit. Deswegen, also wir haben nicht mehr so Autos wie von früher, wo das sein muss, dass du das Pnöppel da aufmachen musst. Vielleicht seid ihr auch zu jung dafür, um das zu kennen. Jetzt ist es alles vollkommen automatisch und automatisch verriegelt und da brauchst du das nicht mehr. Aber ja, darum geht's. Überbeugt, um den Knopf deiner Fahrertür hochzuziehen, dann ist sie ein Keeper. Wenn sie den Knopf nicht hochzieht, weißt du, dass sie eine egoistische, verwöhnte Göre ist und sie ist damit nur die Spitze des Eisbergs. Sieh, ich kann mich da einfach nicht reinversetzen, weil ich noch nie ein Date mit jemandem gehabt hatte, wo ein Auto im Spiel war. Also ich wohne halt in einer Großstadt. Vielleicht musst du dir überlegen, ob es irgendwelche Situationen gab bei einem Date, wo du hilfreich helfen hättest können und es nicht getan hast. Oder wo du etwas Kleines gemacht hast, wie jemandem irgendwas anzureichen, weil er es gerade braucht, ohne dass er es gesagt hat, wie, gib mir das Salz. Sondern du gedacht hast, willst du Salz haben oder so, dass du zuvorkommend warst. Dass das zu einem zweiten Date irgendwie geführt hat. Vielleicht hast du das mal erlebt. Kannst ja mal drüber nachdenken. Ich werde hier nicht mit einem Auto abgeholt. Man trifft sich einfach irgendwo. Der Mann lässt die Frau ins Auto und die Frau macht das Schloss der Fahrradtür für den Mann auf. Aber, ach so, dass sie... Danke, jetzt hat sie es, glaube ich, verstanden. Okay, dass man die Türen unterschiedlich aufsperren muss. Okay, das macht dann tatsächlich irgendwie mehr Sinn für mich. Finde trotzdem weird, das dann so zu betiteln, dass das halt, das ist ein Keeper oder so. Ja, würdest du aber als Frau genauso machen, wenn du einen Mann hast, der Kleinigkeiten für dich macht, wie, oh, der bringt dir mal ein Frühstück mit oder ein Käffchen mit, wenn ihr euch trefft und sagt, oh, hast du Lust drauf? Oder, ich weiß nicht, Interesse halber, irgendwie Interesse zeigst. Das mögen Frauen auch. Kleine Gesten, kleine Zugänglichkeiten, kleine Geschenkchen, was auch immer. Wenn es nicht zu früh ist und wenn es nicht, naja, übergriffig ist, ne? Also,
ist die Frage, was schenkt man ein? Schenke ich jetzt jeder Frau beim ersten Date ein Dessous? Ich glaube nicht. Aber jo, viele Frauen sind total obsesses darüber, dass der Mann das erste Date bezahlt. Zum Beispiel sowas. Ist die Frage, ob das so sein muss, aber andere Sache. Solche Kleinigkeiten halt. Sich wertvoll zu fühlen, weil jemand etwas für einen macht. Darum geht's. Einfach so Nettigkeit, wenn du da einsteigst. Aber ja, das ist halt heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so relevant. Weiß ich nicht. Ja, im Beispiel der Tür des Autos, ja. Aber im Beispiel Berufsalltag oder Alltagalltag, ja, dann hast du die Situation immer noch. Also die Tür aufhalten für jemanden oder jemand hat gerade Schweres in der Hand und du machst ihn den Weg frei oder lässt ihn vor. Also solche Sachen gibt's oder nicht. Oder du bist freundlich, kleines Beispiel bei Dating-Situationen, du bist freundlich zu der Kellnerin oder zum Kellner. Weil nur weil es Angestellte sind, die dir das Essen hinterher tragen, heißt es nicht, dass du scheiße zu denen sein musst. Nur mal so. Das sind so kleine Gesten, um zu erkennen, ob die Person einen netten Charakter hat oder nicht. Ja, früher war es der Knopf, den man hochzieht. Heute ist es eigentlich die Tür, die Fahrertür, die man für ihn aufstößt. Das ist was, die Fahrertür, die man... Also, okay. Wenn mir jemand die Tür zum Auto aufmacht, dann muss ich danach die Tür auf der Fahrerseite aufmachen. Wenn du drankommst, ja. Das wird spannend, ob du das schaffst. Also... Ich bin ein kleiner Mensch und ich soll dann, also Autos sind ja teilweise, also kommt aufs Auto an, wenn du so ein kleines Mini-Cabrio-Ding hast oder so smart, dann passt du eher ran. Aber wenn es ein großes Auto ist und ich soll da rankommen, um ihm das ja, das sehe ich tatsächlich ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Was? Ja, klar. So, ist schön, wenn man so Kleinigkeiten füreinander macht, die halt einfach nett sind. Etwas simpel, ja. Aber es gibt schon einige solcher Gesten, die ein Anzeichen sind, dass sie nicht nur an sich selbst denkt. Ja, und tatsächlich deuten kleine Gesten, wenn du sie am Anfang in einer Kennenlernphase wahrnimmst, auf größere Verhaltensmuster hin, weil sie Einblicke in ihre Persönlichkeit und die Art und Weise geben, wie sie mit anderen interagiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass solche Gesten ein Spiegelbild ihrer grundsätzlichen Einstellung sind. Sie können auf Großzügigkeit oder auch Fürsorge hinweisen. Und das ist ein plakatives Beispiel, weil das nur meine Erfahrung ist, aber ich würde das auch so empfinden. Ich habe das aber nicht aus dieser, ich habe das nicht bewusst getan. Wenn ich für Snuff was gemacht habe, dann einfach nur, weil ich wusste, er braucht es und es hilft ihm, also habe ich es getan. Also, wisst ihr, was ich meine? Also man tut es doch einfach zugute dessen, dass es der Person gut tut und man hat die Person lieb, man möchte, dass es der gut geht. Man möchte bedürfnisbefriedigend sein. Vielleicht bin ich auch deswegen in einem Beruf gelandet, in einem Sozialberuf, wo ich Bedürfnisse befriedige. Kann ja sein. Wer weiß. Ich bin nicht umsonst Heilerziehungspflege geworden, glaube ich, weil das ist ein sehr hilfsbereiter Beruf, wo du viel Unterstützung bietest und Teilhabe erfordert, dass du den Menschen auch hilfst, sich selbst zu helfen, also Selbsthilfe zu ermöglichen, Selbstverwirklichung. Das sind alles so sehr, ja, Sozialberufe halt, ne? Sehr nah am Menschen. Vielleicht bin ich auch deswegen so, wie ich bin, aber um es mal jetzt nicht so weit zu treiben, ich sag mal so, seht ihr diesen Ring da? Den habe ich bekommen, weil ich so bin, wie ich bin, hat Stoff mir gesagt. Wenn das was hilft, dann weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Wenn sie also immer wieder so kleine Freundlichkeiten dir gegenüber zeigt, ist das für mich ein starker Indikator, dass sie deinen Wert kennt und schätzt. Dankbar. Ja, klar. Ich meine, das sagt jetzt nichts Falsches, so dass man halt einfach nett zueinander ist. Und so kleine Gesten hin und wieder sowas zu machen, ist halt schön, ja. Ja, ist unabhängig vom bezieherischen Kontext unabhängig. Es ist immer schön, wenn du so kleine Gesten hast, wo du dich halt
naja, wertvoll behandelt fühlst, wertschätzend behandelt fühlst, so kleine Gesten. Wir machen im Team immer mal wieder sowas, dass wir zu Ostern oder Weihnachten uns immer mal wieder was Kleines Bereicherndes schenken. Und sei es nur ein bisschen so die Teambereitschaft und das Team dafür bedanken, dass es dabei ist und Unterstützung bietet und hilft. Es sei egal, wie rum man es dreht, aber es tut einem gut. Warum soll man es dann lassen? Man weiß, dass es einem selbst gut tut, man weiß, dass es der Person gut tut, dass es das Gefüge stabilisiert. Warum denn nicht? Es tut ja gut. Also ist vollkommen nachvollziehbar. Klar, aber I don't know, wer macht das nicht? Aber machen anscheinend einige nicht. Ja, machen einige nicht. Ist eine Tatsache. Unsere Gesellschaft besteht aus sehr vielen egoistischen Menschen. Das sollte man als erstes wissen. Ja, wieso und weshalb das so geworden ist, da müssten wir jetzt weit zurückführend denken. Aber wir sind eine Leistungsgesellschaft. Da können wir jetzt mal so auch davon ausgehen, dass wir sind eine große Gesellschaft. Die meisten Menschen kennen sich nicht mehr, nicht so wie eine kleine Kommune oder ein kleines Dorf, wie jeder kennt jeden. Und jeder hilft den anderen, weil der hat mal Zucker mitgebracht, der hat mal Mehl mitgebracht und bla. Sondern das sind einfach Menschen, die kennen sich nicht. Die haben keinen Zugang zueinander, die haben kein Interesse miteinander, die kennen die Leute nicht. Warum soll ich jemandem helfen, den ich nicht kenne? So nach dem Motto. Gibt es ja auch diverse Verhaltensideen oder auch Verhaltensexperimente, die man durchgeführt hat, mit der Ansage, dass vorher die Protagonisten miteinander gesprochen haben und kurz ein bisschen connected haben, um dann später die Person mit seiner Brieftasche allein zu lassen oder mit irgendwas, so ein Strandphänomen, dass man so Sachen so auf dem Strand oder picknicken und so, und passt ihr mal eben auf unsere Sachen auf, nachdem die halt gequatscht haben, dann machen das manche Menschen tatsächlich eher, weil sie mit denen gequatscht haben, die mochten die, die haben mal kurz geschnackt und gesagt, okay, ja, ich mach das für die. Die haben Zugang zueinander gehabt. Wenn man das nicht hat, dann wozu? Das interessiert halt nicht jemanden. Also, falls ihr wisst, was ich meine. Also, das juckt halt nicht. Ja. Barkeit. Sie ist auch ein Keeper, wenn sie ganz banale und alltägliche Dinge, die du für sie tust, nicht als selbstverständlich hinnimmt, sondern Dankbarkeit ausdrückt. Danke sagt. Beispiel, weil jetzt gerade Ferienzeit ist. Manchmal nehmen wir Frauen es für selbstverständlich, dass während der 9-stündigen Fahrt in den Urlaub der Mann am Steuer sitzt. Weil der Mann halt immer am Steuer ist. Ich würde gar nicht wollen, dass der Mann am Steuer ist. Ich will ins Steuer. Ich will das machen. Ich mache gerade einen Führerschein. Tut mir leid, ich bin noch nicht so weit. Das dauert lange. Mein Gott, wie soll ich die theoretische Prüfung schaffen? Naja, egal. Jedenfalls, ich mag fahren. Ich habe mit Papa schon viel geübt. Ich finde das voll geil. Deswegen, ist aber jeder anders. Gibt's halt, klar. Ich verstehe Ihren Punkt. Man sollte nicht alles selbstverständlich nehmen, das, was die Person macht, weil sie macht das für einen. Wenn man das nicht mehr wertschätzt, dann wird das auch nicht mehr so wertvoll und irgendwann gibt's auch nicht wirklich das Interesse, das zu tun. Also, wir Menschen sind halt so. Wir brauchen halt unser kleines Streichli-Streichli. Nett, dass du das machst, danke. Wir brauchen das halt. Gerade Frauen brauchen das. Tut mir leid, ist halt so. Männer brauchen das aber auch. So sind wir halt. Ja, das funktioniert bei kleinen Kindern schon. Wenn du das machst, Mama zuliebe, gutes Kind, dann funktioniert das. Also, das ist bei allen so. Dass es uns als Beifahrerin erlaubt, die viel entspanntere Fahrt zu haben, die Aussicht zu genießen, das vergessen wir manchmal schnell. Oder das dann... Wir Frauen, ja. Ich hätte so weirde Beispiele auch immer für Sachen. Also auch da kann ich so allgemein, kann ich auch da wieder sagen, so ja klar, es ist schön, wenn eine Person auch Danke sagt, wenn du für sie was machst. Natürlich in beide Richtungen. Das sind wieder so weirde Beispiele und... weiß nicht. Naja, in dem Fall geht es ja darum, was Frauen tun können, damit sie viele Green Flags zeigen und ein Keeper werden. Also ihre Beispiele beruhen darauf, dass eine Frau etwas tut, damit sie eine Green Flag zeigt, weswegen sie ein Keeper wird und die Beziehung bekommt. Und nicht das böse F-Stück wird. Wie soll ich das sagen? Also nur für Sex. Ihr wisst, was ich meine. Derjenige ist, der aussteigt, den Wagen tankt und die Getränke mitbringt,
während wir gemütlich im Auto sitzen bleiben. Genau, weil Frauen halt nichts machen. So. Naja. also, Hashtag not all. Es gibt Frauen, die machen das. Natürlich, aber genauso gibt es auch Ehen, die daraus resultieren, scheitern, weil die beiden Protagonisten nichts mehr füreinander tun und nichts mehr selbstverständlich empfinden, dass es, also die empfinden es als Selbstverständlichkeit, dass jemand das macht, statt zu sagen, danke, dass du das machst, und selbst wenn du es nur alle paar Wochen sagst, das würde helfen. Die Scheiße muss ich aber gehen, Alter! Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter, fuck! Ich hab noch ein Stück Salami im Backofen. Seht ihr das, Alter? Macht mich so verreckt! Danke, Merkel! Du Arschloch! Daraus resultieren auch viele Scheidungen. Nur mal so. Nicht alle, klar, aber einige. Hashtag not all. Und natürlich nichts dazu irgendwie beitragen für so eine Fahrt in den Urlaub. Ja, das macht alles nur der Mann. Sie entscheiden auf jeden Fall, was für eine Musik läuft. War ein Witz, mein Gott, natürlich nicht. Also, ich kenne das von meinen Eltern, wenn die nach Polen fahren. Ich muss sagen, meine Mama macht das Organisatorische, mein Papa macht Tetris im Kofferraum, damit das alles reinpasst. Meine Mutter sagt ihm, was da rein soll. Die packt das dann alles entsprechend schon. Die kümmert sich darum, dass wir versorgt sind, macht Kaffee, macht Brötchen. Das funktioniert alles. Also, das wird dann immer... Ja, der fährt halt dafür, weil meine Mutter erstens nicht nachts gerne fährt, nicht lange fährt. Die fährt vielleicht 20 Minuten, wenn es hochkommt. Aber also zur Arbeit, aber sonst fährt die nicht. Mein Papa ist Berufskraftfahrer, natürlich fährt der 50 Stunden durch. Das stört ihn zwar auch, aber er macht es, weil, boah, müssen ja irgendwie hinkommen. Ja, dafür klärt er das dann, ne? Alles. Ja, aber das ist eine geteilte Aufgabe, die kümmern sich drum. Ich meine, nicht umsonst sind diese Menschen auch seit 40 Jahren verheiratet und es läuft immer noch irgendwie. Wer weiß wie, aber es läuft. Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Weiß man doch. Er übernimmt das Koffertragen. Er übernimmt die Dinge, die halt eher... Ich habe auch noch nie selber einen Koffer getragen, weil wofür gibt es denn Männer? Weiß man. Mein Gott, habe ich viel getragen. Wenn ich frage mich tatsächlich, warum ich das nicht oft getragen bekommen krieg. Also manchmal schon. Es gibt nette Männer, die auf der Straße rumchillen, die dann sehen, dass du das struggles und dann sagen, oh, ich mal ihm helfen. Ich kenne sogar Frauen, die das machen, die sagen, oh, ich kann mal ihm helfen. Ist voll nett. Also definitiv finde ich sehr sympathisch. Da hat mir letztens auch eine Frau geholfen, da die Tüte aufzuhalten, dass ich gucken kann, ob der Karton da reinpasst. Voll nett von ihr. Also gibt's ja auch. Ich mag meine Gardine nicht. Ja, das gibt es. Also keine Frage. Ja. Aber ich habe auch so viel geschleppt, bis zum geht nicht mehr. Aber ich glaube, das springende Pünktchen, was wir hier mit einbetiteln müssen, ist Hashtag not all. es gibt halt Frauen, die sind so. Es gibt Frauen, die sehen das als Aufgabe des Mannes, Dinge zu tragen. Und sie machen nichts. Das machen sie nicht. Sie können dann, ja, ihre Nägel machen. Es gibt halt so Frauen. Ja, ist eine Tatsache, die gibt es. Es gibt Frauen, die können nicht gut arbeiten, vor allem nicht körperlich. Außer, es dreht sich dann eher um Bettgeschichten. Das funktioniert dann besser. Aber ja, es gibt halt auch so Frauen. Es bedeutet nicht, dass alle so sind, aber die gibt's halt. Ja, Klischees sind dann halt da, ne? Man doch. Typisch männlich sind, weil es für ihn selbstverständlich ist, das ist die Rolle, in der sich ein Mann oft sieht. Und das ist großartig und wird manchmal zu wenig wertgeschätzt von uns Frauen. Und ich gebe es zu, ich muss mich da auch selbst manchmal an die Nase nehmen. Ja, und dankbar. Was ich gut von Tandarok finde, ist, dass sie sehr viel auf den Chat schaut und immer vieles liest. Man merkt, dass sie sich sehr damit beschäftigt, was die Leute lesen. Props ans Fanmanagement. Zeigen trägt enorm zur Harmonie in einer Beziehung bei, mehr als man meinen könnte. Ist sie also eine Frau, die immer wieder
auch bei kleinen Dingen ausdrückt, dass sie deinen Effort wertschätzt, ist das ein großes grünes Licht. Und das ja, ich finde auch da wieder weird, weil das, warum sagt sie da, dass das nur Green Flags bei Frauen sind, weil das natürlich irgendwie allgemein so ist? Weil ihr Video darüber handelt, wie Frauen ein Keeper werden können. Also, darum geht's in dem Tag. Also, wie gesagt, es geht bei ihr um das Thema. Natürlich kann man das jetzt voll pauschalisieren oder vollkommen differenzieren und nochmal da die Männer mit einbeziehen und. Aber dann wird das ein langes Video. Ist halt so. Ja, es ist schön, wenn Leute dir auch Dankbarkeit zeigen und auch für Kleinigkeiten sich bedanken und sowas. Ja, einfach die Beispiele dazu sind unangenehm, sehr veraltet, wie immer, wie alles, was man von ihr so kennt. Und warum... Sie ist ja auch in einer anderen Generation. Ne? Sei doch mal ein bisschen respektvoll ihrem Alter gegenüber. Bezieht sich das jetzt wieder nur auf Frauen? Das passt auch zum nächsten. Weil es in dem... Ah, komm, wie oft soll ich das sagen? Weil es in dem Video darum geht. Punkt. Empfänglichkeit für deine Männlichkeit. Wenn sie deine männliche Rolle wertschätzt und nicht nur das, wenn sie empfänglich dafür ist... Okay, Vivian sagt, Green Flags ist, wenn ich das mache, worauf ich Lust habe. Nein, das ist keine Green Flag, überhaupt nicht. Aber danke, Vivian. Bist du Single? Ja? Nein? Nein? Dann ist das auch ein sehr gutes Signal. Was? Okay, vorausgesetzt natürlich, du identifizierst dich mit deiner Männlichkeit. Oh? Oh? Wo sich gerade Männer in Deutschland laut einer aktuellen Studie am wenigsten männlich fühlen? Oh, in einem anderen Video. Aber hey, wenigstens anerkennen, dass manche Männer vielleicht... Ach. Das meinte sie damit zwar nicht, aber... Ist nicht wichtig. Ich versuche, irgendwas Gutes da reinzusehen, reinzulesen, aber I don't know. Damit meint sie eigentlich was anderes. Naja, im Zuge des Feminismus sind viele Dinge ein bisschen wirre geworden. Was ist so wirklich männlich, was ist weiblich? Soll die Frau jetzt arbeiten gehen und kochen und die Wäsche machen und den Haushalt führen und beide gehen arbeiten? Ist de facto so. Aber toll, ich find's super feministisch zu sein. Ich darf arbeiten, yay, ja. Ich könnte auch einfach nur den Haushalt führen und ich wäre überglücklich. Aber arbeiten ist auch toll, weil das feministisch ist. Ja, also ungefähr das meine ich darunter, dass ja... sich im Zuge der Zeit natürlich das Weibs- und Männerbild geändert hat. Und ja, das kann man bewerten, das kann man gut und schlecht finden, macht wie ihr was das macht daraus, was ihr wollt. Aber ja, es ist de facto so, dass Männer in Deutschland, wir meinen jetzt nicht die Vorzeige-Alpha-Männer, die es bei TikTok gibt, sondern einfach Männer, die feministisch sozialisiert worden sind, vielleicht von alleinerziehenden Müttern, ein Weltbild zugetragen bekommen haben und jetzt nicht wirklich wissen, was ist denn jetzt eigentlich männlich und was soll ich denn jetzt eigentlich machen und wie soll ich eigentlich sein? Jetzt sagt doch einer, was ich machen soll. Soll ich wütend sein? Oder was auch immer. Also, ja, die sind da ein bisschen gespalten, so in ihrer Männlichkeit, kann man sagen. Das ist jetzt nicht damit gemeint, dass sie sich eigentlich wie eine Frau fühlen, um es mal böse zu sagen. Das wäre dann wieder Transsexualität. Und das ist, wie wir wissen, einfach schon eine, naja, man könnte es sagen, eine Gehirnarchitektur, die auch anders ist. Also diese Frauen sind von ihrer Hirnaktivität auch tatsächlich Frauen. Wir wissen ja auch, dass das Gehirn dann in dem Sinne auch sehr spannend ist und anders ist und ja... Biologisch gesehen natürlich sind diese Frauen Männer, aber sie fühlen sich wie Frauen und benehmen sich auch viel wie Frauen. Teilweise auch sehr klischeebehaftet, sehr viel Frau und feminin, aber ist ja in Ordnung, gibt's ja auch. Ja, ist ja in Ordnung. Wie gesagt, das ist aber schon eine andere Schublade. Darum geht's, glaube ich, primär bei der Geschichte nicht. Außer ich habe das mal gesehen, aber ich habe nicht mehr im Kopf, worum es da ging, ehrlich gesagt. Müsste man sich nochmal angucken.
Ganz einfach, wenn sie kein... Komische zwischen Lena und die Musik. Fuck. ...ein Problem hat mit deinen männlichen Verhaltensmustern. Du willst bei gewissen Dingen den Lead übernehmen, das Zepter in die Hand nehmen. Okay, eine starke, selbstbewusste Frau hat nichts dagegen. Sie wird... Hä? Like, vielleicht will ich einfach selber eher diese Rolle haben, eher selbst. Ja, aber dann ist das nicht typisch weiblich. Nur mal so. Also du kannst das gerne machen. Da brauchst du einen Typen, der sich gerne führen lässt. Ist wie beim Tanzen. Kennt ihr, ne? Also wenn ihr klassischen Wiener Walzer tanzt, da führt eine Person, nicht beide, weil das wird kirre. Das wird nicht. Da wird der Bill. Und dann werdet ihr ja alle wild. Das heißt, eine Person lässt sich führen, eine Person führt. Das könnt ihr gerne machen. Entscheidet euch wie rum. Aber wenn beide führen möchten, dann müsst ihr euch auf einen Kompromiss einigen. Wie eine Woche für die Person, eine Woche für die Person oder wie auch immer. Entscheidet euch. Aber so einfach funktioniert das nicht. Wenn du eine sehr führende oder sehr dominante Persönlichkeit bist und dann suchst du dir jemand auch Dominantes, dann treiben sich die Köpfe aufeinander. Das werdet ihr relativ schnell sehen, das ist so. Selber eher die Führung übernehmen oder so. Das ist, aber nein, ach, stimmt, vergessen. Als Frau, selbst egal wie stark und selbstbewusst ich bin, will ich natürlich trotzdem einen Mann haben, der die Führung übernimmt und so. Vielleicht kennst du das nicht, aber das ist tatsächlich so. Selbst wenn man aus feministischer Ebene jetzt nicht, möchte, dass der Mann mir jetzt sagt, was ich zum Abendbrot esse oder der Mann mir jetzt erzählt, atme jetzt gerade nicht oder jetzt gerade kannst du atmen. Also natürlich, klar hat man auch bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Werte und Prinzipien, die man auch dazu beisteuert in einer Beziehung. Das sollte ja gar nicht darum gehen. Es geht nur darum, wer die springende Kraft der Führung ist, wer das Zepter in die Hand nimmt, wenn es Entscheidungen gibt, die getroffen werden müssen, wer gibt konstruktiven Input in diese Beziehung und führt sie zu einem Weg. Es geht ja eigentlich nicht darum, dass dir jemand erzählt, wie du deine Haare machen sollst oder so. Das würde man in anderen Religionen machen. Darum geht's nicht. Sondern bestimmte Aspekte wie, ja, plakatives Beispiel. Es gibt viele Dinge, auch juristische Dinge oder gesellschaftliche Dinge oder berufliche Dinge, wo ich einfach aus Beratungsgründen zu Snoff gehe und den damit voll quatsche und der mir dann Input liefert und überlegt mal kurz da und da und da. Und das reicht mir schon aus, dass ich mir denke, okay, danke. Das hilft. Das ist auch in gewisser Weise eine Führungsposition, eine dominante Person, die eine große Meinung hat und vielleicht auch viel Fachwissen und Input liefern kann. In dem Sinne auch praktisch, wenn du eine kluge Person hast, die das macht. Nur mal so. Aber ich mag das, falls dir das hilft. Also vielleicht hilft dir das nicht, aber ich find das geil. Also ja. Natürlich. Dir deswegen keinen Vorwurf machen, sie wird das sogar angenehm finden. Sie wird dann in anderen Momenten die Entscheide treffen. Du willst ihr Turbo-Problemlöser sein, sie wird es schätzen und nicht denken, Mansplaining, ich kann das ganz alleine, er untergräbt meine Stärke und meine Fähigkeiten. Sie versteht, dass solche Dinge Teil von dir sind und dein Wesen als Mann ausmachen. No. Liebe Männer, ihr könnt euch auch einfach zurücknehmen, wenn ihr irgendwas nicht wisst und so. Ihr dürft auch mal Kontrolle abgeben. Ja, das dürfen sie auch mal, aber das sollten sie nicht die ganze Zeit. Das ist damit gemeint. Mach das bitte nicht die ganze Beziehung über. Du kannst das mal machen, Hashtag manchmal oder Hashtag vielleicht ab und zu und dann mal die Mulle mal machen lassen und gucken, ob sie es gut macht. Kann man ja machen. Mulle heißt übrigens Frau in abwertender Position von Rainer Winkler. Kann man machen. Aber ich würde, wenn ich jemand bin, der gerne Führung und gerne eine dominante Person in der Beziehung möchte, dann würde ich nicht hoffen oder erwarten, dass er die ganze Zeit da sitzt und sich denkt, ja, mach du mal, viel Spaß.
Das sehe ich dann auch nicht. Also, bestimmte Komponente von Dominanz wird halt schon rauskommen. Das gehört dazu. Dass er mir die ganze Zeit erzählt, wie ich jetzt hier was zu machen habe, wie, nee, mach das nicht, nee, nein, das spült man anders, nee, nee, tut das nicht, das ist ja klar. Also, dass man in gewisser Weise auch frei lebend entscheiden möchte, das will ja jeder Mensch, das ist ja in Ordnung. Ich will ja selbstverwirklichen arbeiten, ich möchte ja auch Selbstverwirklichung empfinden. Das will jeder, selbst ein Kind möchte das. Ist ja vollkommen in Ordnung. Aber so eine Führung. Und eine Führungsposition bedeutet ja nicht, dass du Leute unterbutterst und denen sagst, ihr seid scheiße, nur macht das so, wie ich das sage. Darum geht es ja nicht. Also wir meinen ja nicht den bösen Führer, den wir mal hatten in Deutschland, den meinen wir nicht. Sondern eine Führungsposition ist jemand, der dir die Ansätze liefert, am besten so, wie mit einem Kind erzogen wird. Du lieferst den Input erstmal, wie etwas richtig gemacht wird, wie zum Beispiel, wie geht man gut auf Toilette? Mami zeigt dir, wie das geht. Und danach machst du es selber und wir gucken, ob wir das noch verbessern können. Und dann machst du es alleine, ohne dass Mami zuguckt. Das sind die drei Schritte, wenn dir das hilft. Also, so macht man das auch mit erwachsenen Menschen. Liegt vielleicht tatsächlich daran, dass ich aus pädagogischen Kreisen in diesem Bereich arbeite. Aber genauso wird man Selbstverwirklichung auch lösen. Natürlich muss man in gewisser Weise eine Führung übernehmen, wenn du einen Klienten hast, der das selbst nicht kann, weil er das erstens einfach nicht weiß, wie es geht oder wieder vergisst oder die bestimmten Teilabschnitte oder kleinschrittliche Elemente einfach vergessen hat und nicht mehr weiß, wie das geht. Dann musst du das Klein für Stück wieder erarbeiten und der Person erklären: So, du machst zuerst das, dann machst du das, dann machst du das. Und dann guckst du, ob die Person das richtig macht, kannst doch mal da sagen, nee, mach das mal so und so. Und danach lässt du die Person machen. Und dann guckst du, ob sie es kann. Das nennt man Führung übernehmen. Das kann man jetzt auf deutscher Sprache natürlich auch, ich verstehe, auch anders wahrnehmen, weil Führung übernehmen würde für mich bedeuten, ich mache das jetzt für dich, weil du kannst das nicht. Das kann natürlich auch sein, aber dann würde ich fragen, ob ich diese Beziehung auch führen möchte, weil nee, auf sowas habe ich auch keinen Bock. Muss man so sehen. Ihr müsst nicht die Kontrolle über die Beziehung oder whatever haben. Like, hä? Mann. Du willst gebraucht werden, sie wird dir zeigen, dass sie dich braucht. Sie respektiert. Es ist auch okay, wenn du als Mann jemanden brauchst. So, Beziehungen sind halt doch so ein bisschen geben und nehmen. Das ist frustrierend. Ah, Respektiert Mann. deine männliche Rolle und will dich nicht femininer machen. Kommunikation. Frauen kommunizieren tendenziell indirekter als Männer. Und indirekte Kommunikation heißt, nicht klar und deutlich ausdrücken, was. Das ist so epic. Like, oh mein Gott. I don't know. Aber ich bin, glaube ich, gerade noch zu sehr geschädigt von bestimmten Situationen in den letzten Monaten. Nee. Machen. Kommunikation. Es ist so traurig, dass sie das hier auch irgendwie so reproduziert, dieses Ding, dass Männer oft sagen, dass Frauen sind ja so kompliziert und wissen nie so richtig, was sie wollen. Und dann kommunizierst du, was du willst, und dann denken Männer, sie wissen es trotzdem besser. Und das kann. Jetzt muss ich auch dieses, oh, wie frustriert machen. Ja, also, Hashtag not all wieder. Da muss man das leider auch sagen, weil ich weiß nicht, welche Erfahrungsberichte sie in der Beziehung gehabt hat. Oder zu welchem Beispiel das jetzt gehörte, zu welchem Video von Tamara. Anscheinend hat sie ja öfters gesehen. Aber, ja. Ich kann das als Frau sagen, dass wir manchmal Bedürfnisse haben, die ein bisschen widersprüchlich miteinander sind. Und dann wird es für den Mann auch ein bisschen schwierig zu beurteilen, was jetzt gerade sinnvoll ist. Schatz, ich bestelle mir was zu essen. Willst du auch was haben? Nein, ich will gerade nichts. Nein, ich werde einfach bei dir mitessen oder du bist schlau genug und bestellst mir gleich etwas mit. Ich glaube, ich bestelle einfach für zwei Personen. Schatz, was ist los? Nichts. Ich werde dir nicht sagen, was los ist. Du musst das selber herausfinden, weil du schuld bist. Schatz, du weißt, ich liebe dich über alles. Es tut mir wirklich leid. Du hast recht. Schatz, ich spiele eine Runde PlayStation. Ist es okay? Ja, klar, gerne. Viel Spaß. Wenn du jetzt zocken gehst, schläfst du heute definitiv auf dem Sofa, bedeutet Pein Chakalaka. Ich glaube, wir schauen einfach einen Film, oder? Vampire Diaries? Schatz. Da ist so ein bisschen das Hormon, das in mich durchschwappt, vielleicht. Der ein oder andere kennt es.
Vor allem die eine kennt es wahrscheinlich auch. Frauen sind halt auch hormonell. So sind wir halt auch. Männer haben viel Testosteron, die sind auf eine andere Art hormonell bestimmt. Ja, zum Beispiel Sex haben wollen und viel Sex haben wollen und so weiter. Aber Frauen sind auf hormoneller Ebene auch sehr, ja, bestimmt in ihren Gefühlen. Und natürlich kann es sein, dass aufgrund der hormonellen Lage wir ein bisschen so sind, wie wir wollen eigentlich das und wollen eigentlich das und irgendwie ist das ein Widerspruch in sich, aber wir wollen das. Ja gut, da sind wir halt menschlich. Tut mir leid, ist halt so. Inwieweit das dann sinnvoll ist in der Beziehung, da könnte man ja drüber reden. Und ja, der eine oder andere Mann wird vielleicht ein bisschen so denken, ach, das dumme Waufchen weiß gerade nicht, das Frauchen weiß nicht, was es will. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der so ist. Ja gut, mein Gott. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Aber, ja, gibt's halt. Von mir aus. Kann ja sein. Aber der Durchschnitt ist halt so, dass Frauen viele Gefühle haben, die sie irgendwie auch selbst auch erleben müssen und versuchen zu verarbeiten müssen. Ist ja auch viel Stuff. Und der Mann da so als, ja, eher rationale, pragmatische Seite dann da sitzt und sich denkt, ja, kann man auch anders machen und ja, vielleicht so und so. Ja, das ist dann willkommen in Prozessen der Beziehung und Beziehungsarbeit und Kompromisse schließen. Ja. Kann ja natürlich nicht das sein, sondern es muss eher das sein, was irgendwelche Dating-Coaches im Internet behaupten und sowas. Frauen kommunizieren tendenziell indirekter als Männer. Und indirekte Kommunikation heißt, nicht klar und deutlich ausdrücken, was man denkt und fühlt. Man bleibt vage oder man sagt viel, ohne etwas zu sagen. Das Problem... Das erklärt es. Vivian datet keine Männer. Okay, danke, dann wissen wir ja Bescheid. Dann ist das auch ein Film nicht für dich. Dann hilft dir das Video nicht. Aber gern geschehen. An vager Kommunikation ist, es fabriziert sehr leicht Missverständnisse, die man im Nachhinein wiederum mühsam klären muss. Kommuniziert eine Frau direkt mit dir, sagt sie klar, was sie denkt, was sie fühlt. Den Namen kann ich nicht vorlesen, weil das so eine doofe, ganz schlechte, das ist so eine doofe Farbe. Aber die Person sagt, oder Frauen kommuniziert genau, wie sie will und Männer mit E. So, jetzt bist du aber picky, arrogant, zu viel. Ja, jetzt die Frage, was sie gesagt hat. Also wenn sie sagt, ich möchte einen Mann haben, der das und 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 das hat. Hast du das alles? Dann könnte das ein bisschen picky oder arrogant vorkommen. Ja, das könnte sein. Wenn sie aber sagt, ich möchte dies und jenes und das und jenes. Und ja, das spaltet mich ein bisschen selber. Und wenn man merkt, sie struggelt selbst damit, versucht das aber irgendwie zu evaluieren, zu verbalisieren und damit und das zu verarbeiten, dann sieht man ja einen Prozess der Entwicklung. Ist ja gut. Also keiner sagt, eine Frau darf nicht strugglen oder mal Probleme haben. Sie sollte es aber nicht die ganze Zeit tun, weil dann auf Nacken des Mannes ist halt auch scheiße. Mal so gesagt. Falls ihr das versteht, was ich meine. Hab jetzt kein plakatives Beispiel dafür. Aber es gibt solche Situationen. Hashtag not all. Fühlt, was sie will von dir und von der Beziehung, ist das ein großer Vorteil, weil du weißt klar, woran du bist. Auch andersrum. Auch ein Mann darf gerne klar kommunizieren, aber stimmt, das können Männer ja automatisch. Stimmt, Mann bleibt vage. Genau. Ah, boy. Vor allem, es ist doch eher andersrum, dass Frauen, natürlich kann man das. Also sagt man nicht grundsätzlich aus der Bubble, dass Männer grundsätzlich toxisch und verletzend sind, weil sie dann böse Dinge sagen und Mansplaining betreiben? Das sind doch alles konfliktbereite Elemente eines Charakters, oder nicht? Also das sind alles Männer, die nicht konfliktscheu sind, die auf den Konflikt eingehen, die Dinge benennen, die sagen böse Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich hat sie doch recht. Männer sind eher Typen von Menschen, nicht alle natürlich, aber es gibt Männer, die sind vom Typus Mann eher eine ehrliche Haut und sagen direkt, was sie denken. Und Frauen haben gelernt, logischerweise auch, weil sie körperlich definitiv, naja, in einer überwiegenden Ausmaß körperlich natürlich nicht stärker als der Mann sind, haben sie gelernt, indirekter zu sagen, was sie möchten.
sei es jetzt, ach du Schatz, du das und dies und das ist nicht so schön und sie sagen es halt anders, damit es irgendwie verständlich ist. Wie der Mann das interpretiert, ist eine andere Sache. Das ist dann auch wieder Kommunikationsfehler zwischen Sender und Empfänger. Gibt es, kennt ihr alle. Ihr kennt das alle, Watzlawick, bla bla bla. Brauche ich gar nicht erklären. Aber natürlich, kann ja sein. Der ein oder andere, dann wird es bei einer Frau zum Appell, also wie oft ich irgendwas sage, ohne dass ich damit irgendwas meine oder denke oder meine, dass es doch zu tun hat und der direkt einen Appell dahinter sieht und ich so, warte mal, bevor du was tust, das war nicht an dich gerichtet, ich jammer nur rum. Das muss man dazu sagen. Weil Stoff ist dann direkt natürlich so, logischerweise, der ist lösungsorientiert, der will jetzt ein Problem anpacken und erledigen. Das ist, ja, typisch männlich. Und, ja, ich will einfach nur jammern manchmal. Ich will einfach nur meckern und dann sagen, okay, fertig, weiter. Falls ihr wisst, was ich meine. Der ein oder andere wird es kennen vielleicht. Das nicht so verallgemeinern, wie immer, aber Frauen oder Mädchen wird ja viel, oder weiblich gelesenen Personen so, wird ja viel eher beigebracht, ihre Gefühle auch zu kommunizieren und so, und viel eher so Kommunikationsskills können Frauen oft viel besser. Ja, da hast du mal etwas typisch Weibliches erklärt und das ist eine Tatsache. Frauen, ist das auch eine Kampfansage, nur mal so, also Kinder lernen schnell zu bolzen und zu kämpfen. Auch weil sie da Interesse dran haben, das machen Kinder gerne, also Kinderjungs in dem Fall, die machen das gerne. Mädchen machen das nicht so gerne, die interessiert das gar nicht, die mögen das auch nicht so wirklich, weil es tut ja weh. Kinder handeln in ihren Geschlechtern, wie viele das sind, könnt ihr nehmen, was ihr wollt, ich sehe da zwei, aber ist ja egal. Und die sehen das natürlich auch in ihrem Spielverhalten, sieht man natürlich auch, wie unterschiedlich sie sind. Mädchen spielen in bestimmten Altersgruppen viel lieber Rollenspiele wie Mutter, Vater, Kind und Co. Es wird traditionell bis hin zu, die spielen Schule, es kann alles passieren. Also alles, was die Kinder in ihrer Erfahrungswerten im Alltag miterleben, spielen sie gern in Rollen wieder. Das machen aber überwiegend eher Kinder als Mädchen viel lieber als Jungs. Jungs bolzen sich eher und spielen dann Rollenspiele mit kämpferischer Natur, wie der boxt gegen den und guck mal, das ist ein Dragon Ball Typ und der macht dies und das und dann kommt Naruto dazu. Also so abstrakt wird es jetzt nicht werden, also da tauschen die Animes nicht miteinander, aber insgesamt sind sie auf einer ganz anderen Art zu spielen unterwegs. Und deswegen lernen die Kinder relativ schnell unterschiedliche Eigenschaften, um sich durchzuboxen, durchzurennen. Und Kinder lernen in dem Sinne, Mädchen lernen relativ schnell, wie sie kommunikativ das erreichen, was sie möchten. Mit dem Reden, mit der Kommunikation, mit ihren Wörtern. Während Jungs das eher so lernen. Ja, gut, ist die Frage, was jetzt sinnvoller ist. In unserer Gesellschaft eher das, was Mädchen machen, ist eine Tatsache. Aber, also in der Schule kommst du da auch nicht weit mit. Da kommst du viel weiter, wenn du wie ein Mädchen interagierst. Und Schulen sind halt eher für Mädchen geeignet, ist eine Tatsache. Und unsere Systeme sind halt so. Und ja, ist halt de facto so ein System. Und Jungs und Mädchen handeln dann anders. Das ist eine Tatsache. Deswegen lernen Mädchen relativ schnell, wie sie sich kommunikativ zur Wehr setzen und wie sie, darum geht es ja auch, im Grunde geht es immer um das eine, wie kann ich mich durchsetzen. Und das ist das Erste, was Kinder lernen, ja. Danke. Als Männer, weil das Männern nicht so gut beigebracht wird, auch einfach nur so die eigenen Gefühle, so auf die eigenen Gefühle, eigenen Bedürfnisse so ein bisschen einzu... Ja doch, also ich habe zwei zu betreuende Jungs mit 10 Jahren und die können dir beide sagen, die sind wütend. Hilft dir das was? Das sind auch Gefühle. Die können dir akkurat sagen, in welcher Situation sie gerade wütend geworden sind und warum sie wütend sind. Aber sie sind wütend. Das Ding ist, Mädchen würden dir da eher sagen, das und das, was die gesagt hat, hat mich traurig gemacht. Die würden das viel besser verbalisieren können, das stimmt. Mädchen können viel schneller verbalisieren, welche Gefühle sie haben und zu welcher Situation das gekommen ist.
weswegen sie aber auch viel schneller manipulieren können und beeinflussen können in einer Freundschaftsbeziehung zum Beispiel mit anderen Mädchen. Die Streitigkeiten, die zum Beispiel bei Mädchen evaluiert werden müssen, sind meistens immer so, die hat das gesagt, der hat das gesagt und die hat das gesagt. Was bei Jungs aber de facto meistens ist, so die haben beim Fußball gespielt und der eine hat mich gefault und danach bin ich auf ihn draufgegangen. Wird aber schneller geklärt sein. Das mit den Mädels ist schwieriger, tatsächlich, ja. Weil das einfach, ja, Dinge, die gesagt werden, können halt auch sehr verletzen und das hört auch nicht auf, weil die hat mehr die ist mehr befreundet mit der, die hat die Geheimnisse erzählt über der anderen, warum schließen die mich immer aus beim Spielen, das ist halt jeden Tag das Ding. Ist halt, Mädchen und Jungs sind halt anders, ja, wer hätte es gedacht. Das so ein bisschen überhaupt anzuerkennen, was man möchte. Irgendwie, nee, das wird Frauen irgendwie so ein bisschen besser beigebracht, dass sie das besser kommunizieren können. Aber dann wird ihnen halt auch beigebracht, dass sie das vielleicht nicht unbedingt sagen dürfen oder sich halt dann trotzdem verstellen müssen, um anderen zu gefallen und so, whatever. Ist schwierig. Sozialisation, Erziehung und so weiter ist alles so wack in unserer Gesellschaft. Es ist ehrlich. Ja, gilt aber auch für Jungs, tut mir leid. Also warum soll ich Jungs erzählen, ihr dürft euch nicht raufbolzen und ihr dürft nicht wütend sein. Versteckt deine Wut, mach die weg. Also jede Pädagogin und jede Erzieherin wird im Kindergarten schon mit Adlersaugen auf Aggressivität und Wut draufgehen, weil das darf ja nicht sein. Also ja, du hast recht, unser System zu Thema Gefühle ist halt wirklich wack. Weil es halt unnütz, es ist halt sinnlos. Männer sind wütend, Kinder sind wütend. Das gibt es. Jetzt die Frage, wie wir diese Wut kompensieren und ob wir damit vielleicht anders umgehen, als dem einen auf die Nase zu hauen. Vielleicht ist das nicht die beste Methode, damit umzugehen. Vielleicht. Da gibt es ja Methoden, wie man das besser machen kann. Oder Alternativen oder Ideen. Verhaltensstrategien, da kann man ja mit arbeiten. Aber was der Tenor der ganzen Pädagoginnen ist, ist meistens immer nur, ja, sei nicht wütend, sei nicht wütend, sei nicht wütend. Und tut mir leid, das funktioniert leider nicht. In unserem System, also gerade Jungs mit viel Testosterongehalt sind ständig wütend. Und das funktioniert in unserem System auch nicht. Wie lange willst du die Wut denn bitte kompensieren und in dich dampfen lassen, bis sie rauskommt und dann kommt sie zu dolle raus? Also das muss man vorher schon erarbeitet haben. Das muss ja erledigt werden, das muss erarbeitet werden. Das muss kompensiert, das muss mit Verhaltensstrategien und Methodiken halt auch erarbeitet werden. Das passiert leider nicht. Oft nicht. Und das ist das Problem. Und auch fairer, weil es dir die Möglichkeit gibt, angemessen zu reagieren. Und erkennen kannst du das bei Dingen, die sie sagt und die bei dir vielleicht nicht so gut ankommen könnten. Und sie sagt es trotzdem. Zum Beispiel, sie hat zwei Kinder, die bei ihr wohnen und sie fände es toll, wenn der neue Partner ihr mit der Erziehung hilft. Und ein bisschen. Also Molleboll sagt, Frauen wird beigebracht, keinen Raum einzunehmen mit ihren Themen und die Männer reden zu lassen. In welcher Generation lebt ihr, dass das passiert? Und in welcher Religionszugehörigkeit lebt ihr? Also habt ihr wirklich zu Hause die Mama da sitzen, die sagt, Kind, wir dürfen gerade nicht reden, weil Papa, es ist zu anstrengend, da ist Platz in der Kopf, wenn wir reden. Deswegen reden wir jetzt gerade nicht, okay? Der Papa kann das nicht ab, wenn wir Frauen reden. Kommt das ja oft vor? Also frage ich mich wirklich, kommt das oft vor? Bisschen auch in die Vaterrolle schlüpfen könnte. Das heißt nicht, dass du das tun musst, aber du weißt, dass ihr dieses Attribut wichtig ist und kannst dich dafür entscheiden oder dagegen. Du verschwendest nicht deine Zeit, falls das für dich... Um Heroine mal anzufragen, sie will gleichzeitig, dass die Frau weiß, was sie will und dass der Mann trotzdem alles machen und entscheiden darf. Wie soll das gehen? Das geht ganz gut. Ich kann das gut. Also ich weiß, was ich möchte und witzigerweise ist das oft genau das, was Snoff auch will. Das ist ganz praktisch, falls man das merkt und dann passt das gut zueinander. Ja, das geht. Also musst ihr halt auch den entsprechenden Ergänzungspunkt und die ergänzenden Charaktereigenschaften für dich
auswählen. Thema Beuteschema. Ist die Frage, wen du zu deinem Partner erwählst, beziehungsweise wer dich zu deinem als Partnerin erwählt, weil du bestimmte Green Flags hast, damit du die Keeperin bist. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Nicht passt. Es gibt ja viele Frauen, die machen dem Mann nicht ganz klar, was sie eigentlich in einer Beziehung erwarten oder von ihm erwarten. Und wenn sie direkt und ehrlich ist, fördert es auch eine respektvolle Partnerschaft. Ja, klar, es ist gut, wenn du Sachen so klar kommunizieren kannst. Das können halt nicht alle. Und es ist halt auch nicht immer von Anfang an klar, was man jetzt eigentlich genau aus einer Beziehung, ich sag jetzt Beziehung ganz weit gefasst, auch so einfach nur aus wenn man anfängt, sich kennenzulernen oder sowas, weiß halt nicht immer genau, was du da dir daraus jetzt erwartest, was das jetzt genau werden soll und so weiter. Und manchmal weiß ich halt auch so, wenn ich jetzt mit meinen besten FreundInnen über irgendwas rede, weiß ich manchmal auch nicht, was ich jetzt da irgendwie von denen erwarte oder sowas. Ich hab halt nicht... Ja, aber dann... Also Tantra Rock, also wenn du das empfindest und das auf weitflächender Ebene in mehreren deiner Bereiche im Leben, dann bist du grundsätzlich eine sehr unsichere Person in deiner selbst. Und ja, ich weiß nicht gerade, was ich fühle und ich weiß auch gar nicht, was ich gerade von den Menschen erwarte, aber ich erhoffe mir irgendwas, dass meine Freundinnen innen das sagen und machen, dass es mir besser geht, wenn ich was sage. Ich habe ein Problem und ich möchte das evaluiert kriegen und vielleicht sagen sie was Gutes, was ich vielleicht nicht erwartet habe, aber vielleicht bin ich weiß nicht, was ich will. Also, das wirkt halt sehr unsicher. Also, ich weiß nicht, ob du es wirklich bist, aber es wirkt so. Weiß ich nicht. Ist vielleicht nicht so adäquat im Leben, wenn du so durch die Welt läufst und eigentlich keine Erwartungen und keine Ziele im Leben hast. Das glaube ich ja auch nicht, dass es so ist. Ich glaube eher, dass man, ja, der ein oder andere fällt wahrscheinlich auch einfach in eine Beziehung rein und merkt es gar nicht. Kann ja passieren. Fällt man ja mal rein, ohne dass es man gewusst hat, wie das geht. Ich persönlich denke da eher an die, naja, ich bin da sehr eigenverantwortlich unterwegs. Ich denke mir, wenn du dich hübsch machst, dich mit einem Mann triffst oder mit einer Frau triffst, wie auch immer, und naja, du suggerierst, dass du eine Beziehung willst und mit dem über Kinder sprichst oder andere Sachen oder Sex sprichst oder damit machst du schon mal, dass es nicht platonisch wird. Wenn du dann über Beziehungsebenen sprichst, dann zeigst du ihm schon und suggerierst ihm schon planmäßig in der Zielführung nach hinten, in die Zukunft hinab, dass du das und das möchtest und wenn das passt, dann könnte das eine Beziehung werden. Das alles sind ja bewusste Vorgänge. Du bist ja dabei. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass man da einfach reinfällt. Also upsala, wie ist das passiert? Ich habe ja gar nichts gemacht. Okay, wenn das passiert, ist das echt spannend. Würde ich gerne in Situationen gerne von erfahren, wie das passiert. Aber normalerweise fällt man da nicht einfach rein. Man hat ja bestimmte Erwartungen zu einem Partner. Man hat bestimmte Erwartungen zu der Zielführung dieser Beziehung. Man hat bestimmte Erwartungen in die 5 Jahre rein. Wohin wandern wir? Was wollen wir in der Beziehung? Wohin wollen wir hin? Wollen wir Kinder? Wollen wir heiraten? Wollen wir bla? Wollten wir dies? Wollen wir nach Timbuktu umziehen? Also irgendwas wird man ja als Idee haben. Ich kann das nicht immer so ganz konkret benennen. Ist natürlich gut, wenn man das kann, aber das ist jetzt auch nicht so... Die stellt das halt alles wieder so richtig weird da, so als wäre... Ich weiß nicht, ob das wirklich weird ist oder ob du das einfach nicht nachempfinden kannst und deswegen das für dich weird ist. Weil vielleicht gibt es Leute, die fühlen sich da angesprochen, denken sich, ach krass, ja, genau, danke. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist vielleicht dann nicht für deine Zwecke hilfreich. Ja, dann ist das vielleicht nicht dein Video, ist dann schade, ne? Ja, weiß ich nicht. Ist dann schade drum, ne, dass sie dich nicht trifft. Das ist so das Wichtigste überhaupt. Und irgendwie, und das ist halt immer dieses Ding, nur Frauen müssen das können. Bei Männern egal. Nur ich will das nicht nochmal sagen. Was für ein Video gucken wir da gerade? Guck dir die Überschrift an. Ich will dir gleich richtig sauer, wenn du so machst. Dumme Leute, ich sag das nicht nochmal.
So. Aber Fazit ist, ja, genau, es ist hilfreich, wenn eine Person weiß, was sie für eine Beziehung möchte. Wenn sie weiß, welchen Partner sie möchte. Es ist hilfreich, wenn sie weiß, was sie nicht möchte. Das ist schon mal hilfreicher, als wenn sie weiß, was sie möchte. Hilft ja auch, wenn du weißt, was du nicht möchtest. Das hilft auch zur Ausdifferenzierung. Auswahlverfahren geht halt auch. Kann man ja machen. Ist ja egal, wie du rumgehst. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, was deine Grenzen sind. Vor allem Grenzüberschreitungen. Ganz wichtig, dass du weißt, wann deine Grenze überschritten worden ist. Und dass du das sowohl verbalisierst, auch darüber hinaus darüber handelst. Das sind ganz wichtige Ebenen in der Beziehung. Zum Beispiel, wenn eine Person etwas macht, was du überhaupt nicht gut findest, dann sagst du ihr das mindestens oder wirst dich sogar von ihr trennen, wenn es nicht anders geht. Kleines Beispiel. Oder andere Sachen wie, was möchte ich in 5 Jahren sein? Wer möchte ich sein? Möchte ich weiter arbeiten? Möchte ich Kinder mit dieser Person? Möchte ich die heiraten? Das sind alles Erwartungshaltungen, die diese Person entweder haben kann oder haben wird in der Beziehung, im Verlauf der Beziehung und das dann verbalisiert. Und dann muss man gucken, ob man da wirklich miteinander passt oder das matcht oder nicht. Und dann ändert sich das wieder oder so. Oder das bleibt so. Oder man heiratet, was auch immer. Das sind Dinge, die man eigentlich von Anfang an geklärt hat. Wohin führt die Beziehung? Was wird das? Und wie, was werden wir irgendwann sein? Und was möchten wir von einer Beziehung? Beide. Frauen müssen an sich arbeiten. Selbstachtung. Eine klare, offene und ehrliche Kommunikation. Oh ja, die Green Flags passen nicht auf mich. Nein. Kommunikation hat auch mit Selbstachtung zu tun. Eine Person mit Selbstachtung hat in der Regel ein starkes Bewusstsein für ihre eigene. Wieso passt das nicht zu dir? Selbst achtest du dich nicht oder wieso? Bedürfnisse, Werte und auch ihre Grenzen. Und das ist hilfreich in einer Beziehung, weil es nicht nur eine gesunde Balance zwischen Geben und Nehmen fördert, sondern es hilft auch, ungesunde Dynamiken wie Manipulation, Kontrolle und diese Dinge von vornherein zu vermeiden. Hierüber hat sie vollkommen recht. Was ich eben sagte, es ist halt wichtig, welche Grenzen du für dich selbst hast und die dürfen nicht überschritten werden. Lässt du das überschreiten, dann suggerierst du der Person, dass sie grenzüberschreitend sein darf, oder du hast ihr nicht mal gesagt, dass es eine Grenzüberschreitung ist. Das bedeutet, die Person weiß nicht, dass es eine ist. Deswegen kann sie das immer wieder machen. Wenn du das nicht klar kommunizierst, dann wunder dich nicht darüber, dass die Person grenzüberschreitend ist. Das zeigt sie ja, du zeigst sie ja an, dass sie das darf. Wenn du nicht dagegen handelst, dann darf sie das. Und das ist de facto ein Problem bei vielen Beziehungsdynamiken. Auch Thema Manipulation, Thema sowohl Ghosting als auch Lovebombing, alle Sachen, die dazugehören, alle toxischen Inhalte, haben da ihren Ursprung. Übrigens mein Video, wie du toxische, narzisstische Manipulation erkennen kannst in einer Beziehung. Vielleicht bist du mit einer Narzisstin zusammen, merkst es aber gar nicht. Du fühlst einfach, dass irgendetwas nicht stimmt, du hast negative Gefühle, weißt aber nicht genau, woher das kommt. Schau doch in das Video rein, vielleicht kann es dir ja helfen. Ja, und eine Person, die Selbstachtung besitzt, die strahlt ja sehr oft auch ein hohes Maß an Zufriedenheit aus. Und das kann sich dann positiv auf den Partner auswirken und ihn auch inspirieren. Positive Entwicklungskurve. Ja, das hört sich einfach an, ist es aber oft nicht. Es gibt Menschen, die sich in verschiedenen Aspekten ihres Lebens, und die Gründe können unterschiedlich sein und auch nur temporär, nicht weiterentwickeln, nicht wachsen. Sie sehen keine persönliche Perspektive, sie haben keine Ziele, keine Pläne, keine Ambitionen und sie werden davon heruntergezogen. Wo steht sie bei dieser Kurve in ihrer persönlichen Entwicklung? Wenn du sie dir vorstellst in 6 Monaten oder in 1-2 Jahren, was siehst du? Ja, und ob jemand in einer positiven Entwicklung... Warum musst du was bei ihr sehen? Also, keine Ahnung. Es gibt halt auch Leute, die haben jetzt keine krassen Ziele in ihrem Leben oder die haben irgendwie schon einen Punkt erreicht in ihrem Leben, mit dem sie einfach zufrieden sind und sich nicht mehr weiterentwickeln wollen, so, was ich auch nicht verstehen kann. Aber das ist auch vollkommen okay. Like, du bist nicht dafür da, um dich ständig weiterzuentwickeln. Das ist auch eher was, was ich mir auch selber sagen muss, dass das okay ist, nicht ununterbrochen an sich selbst zu arbeiten, sondern dass so, also, du bist jetzt auch schon okay, wie du bist. Deshalb
das kann man pauschal nicht so beantworten. Das kannst du vielleicht mit Hashtag not all differenzieren und sagen, gilt nicht für alle, gilt aber für welche, die diesen Leistungsdruck der Gesellschaft eigentlich nur noch strugglen und versuchen, sich immer wieder besser zu machen, statt einfach mit dem zufrieden zu sein, was sie sind. Okay, den Punkt gebe ich dir, der ist da. Aber was ist mit jemandem, der jahrelang vor sich hin vegetiert, eigentlich gar nicht mehr zurechtkommt im Leben, der nicht selbstständig sein kann, der in keinster Weise für sich selbst verantwortlich sein kann, der struggelt in einer Tour mit sich in der Leistungsgesellschaft und struggelt in einer Tour mit sich selbst, mit seinem Umfeld. Ja, was machst du mit diesen Personen? Sollte da nicht tatsächlich eine Veränderung stattfinden? Sollten diese Personen vielleicht doch mal überlegen, wie können sie sich selbst helfen oder wie können sie anderen helfen, dass sie ihnen helfen können? Vielleicht gibt es da irgendeine Idee. Vielleicht könnte man diesen Umstand ändern. Also, warum ist das so abwegig für manche Menschen, darüber nachzudenken, wie sie erfolgreich in ihrem Leben werden können? Also, das bedeutet nicht, dass du der Vorzeigemensch sein muss schlechthin mit was weiß ich wie viel Geld und bla bla bla. Das meint ja auch keiner, sondern dass du einfach zufrieden mit dir bist in deinem derzeitigen Zustand. Dass du glücklich bist, wie du gerade lebst. Dass du dir, was ich was, das leisten kannst, was du möchtest. Dass du glücklich bist mit dem, wie du lebst. Dass du einen Partner oder eine Partnerin gefunden hast, wo das schön läuft, ist ja schön. Es ist ein guter Zustand. Es ist ein guter Ist-Zustand. Das reicht ja auch vollkommen. Mehr erwartet man ja auch nicht vom Leben. Also der ein oder andere vielleicht mehr. Ja gut. Aber ich weiß nicht. Um das jetzt mal nicht bös in diese Bubble einzufügen, weil ja, natürlich weiß ich, wenn ich sie reden höre, natürlich, die sind aus der sehr linken Bubble. Brauche ich nicht sagen, weiß ich. Aber, also, einerseits ist dieses Extrem von dieser Leistungsdruckgeschichte und sei der Alpha-Typ und entwickle deine Fram immer wieder weiter, bis hin zu diesem Extrem, mach doch gar nichts davon, sei einfach du selbst. Und dann strugglest du halt und musst halt 50 Mal deinen Studiengang abbrechen und schaffst das nicht, ist ja nicht schlimm. Jeder ist mal so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine Extreme von allen. So von beiden Seiten mal das ganz andere Extrem. Kannst du nicht so die Mitte treffen, von wegen so, ja, ich struggle auch mal im Leben, gehört dazu. Ich bin auch mal erfolgreich im Leben, ist toll, aber ich so bin so in meiner Welle und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Ist ja in Ordnung. Reicht doch vollkommen. Macht es doch nicht so extrem von einer Seite zur nächsten. Der Performer Life seit Jahren. Die Entwicklungskurve ist, merkt man relativ bald. Sie erzählt zum Beispiel über ihre Erfolge oder sie spricht über die Hindernisse, die sie überwunden hat. Diese Erzählungen zeigen, dass sie sich in ihre gewünschte Richtung bewegt, dass sie eine klare Vorstellung von ihrer Zukunft hat. Ja, und das wirkt sich natürlich auch positiv auf eine Beziehung aus, weil man sich so gegenseitig motiviert, hochzieht. Und das kann auch die Bindung stärken. Emotionale Unabhängigkeit, das ist eine positive Eigenschaft, die Menschen mal mehr, mal weniger ausgeprägt haben. Sie ermöglicht es einer Person, ihr Selbstwertgefühl auf den eigenen Stärken aufzubauen, anstatt sie nur von anderen Leuten abhängig zu machen. Das ist wichtig, weil sie ist so viel weniger anfällig für Beurteilung, Verurteilung, Ablehnung oder Kritik. Da hat sie leider auch recht. Also es ist natürlich rein menschlich, dass wir auch Belobungen oder Belohnungen oder in dem Fall Lob und Kritik von anderen auch irgendwie uns treffen. Also es ist menschlich, dass wir sagen, okay, ja, war ja nicht so nett oder ach, wie schön, jemand sagt, ich bin toll. Dass wir das mögen, ist ja klar, also keine Frage. In der Entwicklung des Kindes ist es so, dass natürlich die Anfangssätze bilden unsere Eltern. Wir kriegen Kritik und Lob von unseren Eltern. Ist klar. Also als Vorzeigebaby hast du das noch nicht in dir drin, dass du sagst, ist mir egal, was ihr sagt. Das funktioniert noch nicht. Das kommt erst noch, bestenfalls. Aber
in der Entwicklungsphase, bis du eine erwachsene Frau bist, gestanden 30 oder so, da solltest du mindestens dann auf die Idee kommen, zu sagen, ich bin doch geil, wie ich bin. Ich habe mein Selbstbewusstsein. Ja, ist schön, wenn ich mal Lob bekomme, dass mal jemand sagt, wie toll du doch bist. Wow, schön. Oder jemand kritisiert dich, dass sich das nicht sofort nach unten wirft und du denkst, oh, ich bin so scheiße, oh, ich werde sterben. Also, wisst ihr, was ich meine? Dieses Extreme. Dass du in deiner inneren Ruhe trotzdem halten dich kannst, weil du hast auch ein Selbstbild von dir. Und weißt deine guten Qualitäten, weißt deine schlechten Schwächen. Also, in dem Sinne, du kennst deine Stärken und Schwächen. So, jetzt ist Deutsch. Und das ist in Ordnung so. Dass man so in sich ruht, wäre am besten so vom stabilen Mindsetting. Ja. Damit du nicht so überdramatisierend auf Dinge reagierst, wie jemand kritisiert dich oder jemand sagt, du bist schlecht, weil das und das und das und du kannst das nicht. Und dann sitzt du da und denkst, ich kann einfach nichts. Mit 30 sollte man das nicht mehr denken. Da sollte man wissen, dass man das eigentlich beherrschen sollte. Man sollte damit zurechtkommen. Weil sonst strugglest du erheblich im Alltag. Du strugglest in deinem gesamten Weltbild, in deinem gesamten, in deinem eigenen Selbstbild von dir, du struggles in deinem Selbstwertgefühl und das bringt dich leider auch nicht weiter. Das verletzt dich einfach nur und das unterstützt dich nicht, das stabilisiert dich nicht, das macht dich labil. Und das ist leider so eine, naja, im Alltag kommst du nicht zurecht, ist eine Tatsache. Kritik von außen. Und gerade Frauen tendieren manchmal dazu, sich durch Kritik und auch von völlig fremden Menschen leicht zu... Das ist immer so ein Ding, so die ganzen Punkte, die sie nennt, wären an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn sie das nicht alles immer so weird hinstellen würde, dass Frauen ja so schlimm sind und so. Wer versteht? Naja, es geht bei dem Video. Ach, komm jetzt. Mach weiter. Steht denn schon Frauen? Frauen haben alle so ein schlechtes Selbstbewusstsein und lassen sich viel zu sehr von anderen immer. Naja, guckst du dir die Social-Media-Plattformen an, sind überwiegend Frauen, die ihre Filter-Filter-Filter-Videos machen und sich dann darüber beschweren, wenn der eine sagt, das ist aber nicht ungefiltert. Du bist doch geschminkt, oder? Also, dass du das vielleicht bestenfalls nicht bist, würde mich freuen, wenn das so ist, dass du damit zurechtkommst, wenn es auch mal Kritik gegenüber deiner Person oder deinem Äußeren gibt und du kommst damit zurecht, bestes Leben. Aber es gibt Menschen, vor allem Frauen, die ihr Selbstbild daraus resultieren, wie sie ihre Außenwahrnehmung in der Gesellschaft haben. Da kommen wir wieder aus Evolutionstheorie und ganz weiter Ferne mit Höhle und Mann und Frau. Aus einer ganz anderen Ebene ist die Frage, wie wichtig ist einer Frau ihr soziales Umfeld, ihre Wahrnehmung innerhalb dieser Gesellschaft und Society, wie wichtig ist das überhaupt, wie gesellschaftstragend ist das für die Frau? Anderes Thema. Da müssten wir viel weiter in die Theorie. Aber vielen Frauen ist das tatsächlich wichtig, ja. Schade. Verstehe ich auch. Der Punkt wäre ja richtig. Das müsste eigentlich nicht so wichtig sein, weder für Mann noch für Frau. Also eigentlich wäre das schön, wenn sie das auch ohne dessen schaffen. Aber ist halt nicht immer so. Mal reinreden, aber gleichzeitig sind Frauen immer so. Also kleiner Tipp, die gesellschaftstragende, naja, erst, also die Generation der jungen Leute, die du jetzt erlebst, kannst du in Grundschulen und in weiterführenden Schulen beobachten. Es ist unsagbar wichtig, wie viele Klicks du bei TikTok generierst. Es ist unsagbar wichtig, wenn du einen YouTube-Kanal hast, wie viele Klicks du hast. Es ist unsagbar wichtig, wie viele Leute dich in der Klasse mögen. Das ist unsagbar wichtig für die Kinder. Also da siehst du schon, was für Setting diese Kinder in ihrem Ausmaß haben, dass sie nicht in sich ruhen können, sondern es ist wichtig, wie sie von außen wahrgenommen werden. Es ist unheimlich wichtig, wie sie in ihrer Pre-Group zurechtkommen. Es ist unheimlich wichtig, wie die Klasse sie wahrnimmt. Auch gerade Mädchen ist wichtig, wie die Jungs sie wahrnehmen, ob sie beliebt und hübsch da ist oder nicht, oder ob das anders ist, ob sie da unbeliebt oder nicht einen Marktwert hat. Das ist utopisch wichtig geworden. Vielleicht auch durch unsere Gesellschaft, die immer freizügiger geworden ist und die Social-Media-Plattformen, die immer wieder suggerieren, wir müssen perfekt sein.
die nicht perfekt sind, logischerweise. Aber ja, vielleicht ist es auch daraus resultiert. Da gibt es ja mehrere Faktoren, die dazu führen. Aber es ist tatsächlich ein Problem. Also ganz schlimm emanzipiert und Feministinnen. Richtig schlimm sowas. Und boah, ich hasse alles daran. Was soll ich dazu sagen? Also, ja, du kannst emanzipiert sein, du kannst eine Feministin sein, du kannst damit zurechtkommen, aber dann musst du auch mit Kritik umgehen können. Also, wenn ich, sag mal so, wenn ich die Vorzeige-Feministin mir betrachte, wie eine Emilia Fester, sei mir jetzt auf der politischen Ebene, wir gehen jetzt nicht so gesellschaftskritisch auf einzelne Individuen ein, sondern wir nehmen politische Aktivistinnen und wir nehmen so eine Hängermähe oder nehmen so eine Emilia Fester, die Vorzeige-Feministinnen sind, aus der ersten Kategorie, sogar noch privilegierte Weiße. Naja, bis auf Hängermähe die nicht. Aber ja, ist ja egal. Sehr privilegierte Person, sehr feministisch geprägt und schreit im Bundestag darüber, dass sie fremde Männer nicht küssen darf, weil ihr euch nicht impfen lasst. Ich glaube, dass die neuen, vielfältigen und vor allem auch jungen Abgeordneten einen ganz neuen Schwung in unseren Parlamentarismus einbringen, der vielleicht endlich dafür sorgt, dass das verstaubte Parlament richtig in die Leistung kommt und dafür sorgt, dass die großen Krisen unserer Zeit besiegt werden. Also die ist weinerlich zusammengebrochen. Nur mal so. Ist das wirklich eine standhafte, starke Frau, die zurecht damit kommt, die nicht struggelt? Ist das eine emanzipierte, starke Frau? Ich sehe das nicht, tut mir leid. Also, wenn ihr das wirklich schafft und ihr seid das, Props daran, macht weiter so. Wenn ihr das nicht könnt, dann, sorry, dann müsst ihr mit Kritik umgehen lernen. Fertig. Und Männer müssen null an sich arbeiten. Ne? Sind immer nur die Frauen, die irgendwie... Also, ich weiß nicht, in wie viel Tamara nur auf die Frauen eingeht. Ich glaube, relativ viel. Aber der Durchschnittswert bedeutet nicht, dass die Gesellschaft sagt, nur Männer brauchen nicht an sich arbeiten, nur Frauen müssen das machen. Das ist eigentlich nicht der Durchschnitt. Wenn Snoff seine Mütze sucht. Okay, weiter geht's. Irgendwie an sich arbeiten müssen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal, jedenfalls müssen nur die Männer nicht an sich arbeiten, die Frauen aber voll dolle und so. Um Männern zu gefallen. Zu leicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen oder an sich zu zweifeln. Aber ist sie emotional unabhängig? Ganz grundsätzlich ist sie standfester, ausbalancierter und mehr gewappnet für solche Dinge. Und das kann den Stress und die Konflikte in einer Beziehung verringern. Und weil sich dieses Video ja offensichtlich an Männer richtet, wieso macht sie das nicht irgendwie andersrum? Dass sie eher sagt so, hey Männer, wenn ihr Frauen gefallen wollt, dann achtet mal darauf, dass ihr vielleicht klar kommunizieren könnt, dass ihr an eurer... Weil es nicht darum geht. Also, Tamara richtet sich an junge Männer, die meistens in der Dating-Sphäre nicht gut zurechtkommen. Sie hat eine hohe Fanbase, könnte man sagen. Das hat sie so über die, das ist jetzt auch seit kurzem, so seit einem Jahr oder seit zwei, hat sie das Thema auch für sich gepachtet irgendwie, ist jetzt voll ihr Ding. Ja, sie hat eine hohe Fluktuation von Männern da. Ich glaube, so viele Frauen gucken sie nicht. Könnte man ja gucken, ob sie da irgendwie Statistiken zu hat, aber ja, überwiegendes Ausmaß bei dem Fall ist natürlich, ja, sie unterhält mit ihren Videos junge Männer, die vielleicht bei dem einen oder anderen strugglen im Dating-Leben oder noch nicht die geeignete Frau gefunden haben und daher richtet sich ihr Beitrag jetzt gerade an die Männer, die gucken und evaluieren, ob die Frau für sie die richtige Frau ist für eine langfristige Beziehung. Man könnte das natürlich auch irgendwann umdrehen und sagen, hey Männer, da und da, macht sie übrigens auch,
könnt ihr an euch daran arbeiten, dass ihr diese Frau bekommt, wenn ihr das und das zeigt. Diese Videos gibt's übrigens auch. Da gibt's reihenweise Videos von. Willst du ein paar Links dafür? Da gibt's reihenweise was. Ganze Coaches gibt es dafür. Und dann geht das Feuer immer mehr und immer mehr aus. Nicht jeder hat die Kraft dazu, nicht jeder hat die Power dazu, etwas zu erreichen, etwas zu machen. Manche wurden abgestoßen, sind hingefallen und können nicht mehr aufstehen, haben nicht mehr die Energie dazu. Und draußen laufen irgendwo Menschen rum, die das Feuer noch in sich haben. Die von anderen Menschen inspiriert wurden, als es ihnen nicht gut ging. Und wenn du jemand bist, dessen Feuer nicht angeht, der die Power gerade braucht, dann sind es diese Menschen, die das Feuer entfachen können und dir diese Power geben können und dich aufwecken können und dir das geben können, was du brauchst, um große Dinge zu bewerkstelligen. Kommunikation arbeitet und sowas, dass ihr daran arbeitet, dass ihr selber Ziele im Leben habt und sowas, dass das halt so Sachen sind, die natürlich auch nicht auf alle zutreffen müssen, aber dass halt trotzdem Männer vielleicht auch an sich selbst arbeiten. Ja. Und genau das gibt es in unzähligen Plattformen, unzähligen Videos zum Thema, wie der Mann ein guter Mann wird, um die Frau zu bekommen. Da gibt es reihenweise Menschen, die daran arbeiten. Nicht Hashtag all, natürlich Wörter. Nicht Hashtag not all, ja. Nicht alle Männer müssen das. Nicht alle Frauen müssen das. Aber es gibt reihenweise Formate für Männer, die an sich arbeiten, um eine Frau zu bekommen auf dem Markt. Dafür gibt es reihenweise Beispiele. Muss das Tamara jetzt nur machen oder worum geht's dir jetzt eigentlich? Arbeiten müssen und nicht immer nur Frauen alles irgendwie leisten müssen und ständig an sich arbeiten müssen und so ein Zeug. Also das ist halt so, sie ist so anstrengend. Stress, den gibt es immer einmal. Ja, und das bedeutet nicht, dass man keine emotionale Unterstützung oder Verbindung braucht. Es geht einfach darum, ein starkes Fundament für das eigene emotionale Wohlbefinden zu haben. Und darum kann man dann auch viel eher eine gesunde Beziehung aufbauen. Ja, und die vielleicht beste Green Flag, Eigenverantwortung. Und das sage ich als Frau. Eine schreibt im Chat auch, Männer können seit der Geburt alles. Ja. Also schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr das Gefühl habt als Mann, ich habe ja meistens Männer, die das gucken, wenn überhaupt, habt ihr das Gefühl, dass ihr als Mann nie etwas leisten musstet, um ein Mann zu sein oder als Mann empfunden zu werden, dass ihr nichts tun musstet als Mann, sondern die Frauen nur arbeiten mussten bei euch? Vielleicht ist das ja nur so eine Wahrnehmungskette. Vielleicht sieht man das einfach nur falsch. Es ist ein gutes Zeichen, wenn sie sich nicht permanent als Hauptleidtragende einer ungerechten Gesellschaft sieht und immer allen anderen die Schuld gibt für eigene Verfehlungen oder für Misserfolge oder Hürden, die sie antrifft in ihrem Leben, sondern anerkennt... Damit kommen sie gar nicht zurecht, ne? Systemrelevante Inhalte. Wenn eine Frau ihnen sagt, dass sie nicht der Gesellschaft Schuld geben darüber müssen, dass sie nicht zurechtkommen. Das ist geil. Das kann man ja gar keinen sagen. Das geht nicht. Eigenverantwortung. Oh Mann. Was ist mit Tamara los? Was ist denn los mit der Frau? Dass man für seine Entscheide und deren Folgen zum sehr, sehr großen Teil selbstverantwortlich ist. Opfermentalität ist ein bisschen ein Zeitgeistphänomen. Oh mein Gott. Alle nicht schuld. Motorrad. Durchschauen. Boom. Wow. Das ist so wild. Nee, die Gesellschaft ist einfach so hart ungerecht. Und nein. Oh, geil. Okay, Tandrauk, immer kurze Frage. Bist du der festen Überzeugung, dass eine Gesellschaft gerecht sein muss, weil es Gesetze dafür gibt, was gerecht ist und was nicht? Oder denkst du, aus Natura muss eine Gesellschaft gerecht sein? Und was ist für dich gerecht sein?
Ab wann ist es denn gerecht? Ist es gerecht, dass diese Person mehr Geld und ein Haus hat und du nicht? Ist es gerecht, dass die Person hübscher ist als du und deswegen mehr Klicks auf Plattformen bekommt? In dem Fall aktuelle Gesellschaft. Oder ist es gerechtfertigt? Oder ist es gerecht, dass die Person größer ist als du und eine bessere Sicht auf etwas hat, weil dahinter eine Mauer ist? Ist es gerecht? Also, ihr wisst, das kann ich den ganzen Tag weiter so machen. Also, eine Gesellschaft wird niemals gerecht sein. Das ist eine Utopie. Die gibt es nicht. Wie willst du denn Gesellschaft dazu zwingen, gerecht zu werden? Möchtest du mit einem Knüppel hinterherlaufen und die Exekutive fragen als Polizist? Bam! Der kommt da jetzt mit so einem Marsch hinter dir her und sagt, du musst gerecht sein. Das ist ungerecht. Mach das nicht. Also, was erwartest du von der Gesellschaft? Wie soll das überhaupt unterbunden werden, dass jemand nicht gerecht ist? Also, wie geht das? Also, wirklich, wie geht das? Ich würde wirklich gerne wissen, wie ihr diese Utopie irgendwie halten möchtet. Das funktioniert nicht. Alle Gesetze, die wir jetzt gerade haben, übrigens, die Natur ist nicht gerecht. Ein Löwe wird niemals Gerechtigkeit walten lassen für eine kleine Gazelle. Der frisst auch das Baby auf, wenn es sein muss. Da gibt es einfach Naturgegebenheiten, die sind so. Genauso wird er sich nicht ungerecht verhalten oder behandelt fühlen, wenn er als kleines Baby von einer fetten Schlange, utopisches Beispiel, weil die gibt es nicht so querbeet miteinander verbunden, aber er würde sich auch nicht, also so ein Schäfchen würde sich beispielsweise auch nicht davon ungerecht behandelt fühlen, wenn ihm die fette Boa essen will, ja. Ach, was für ein liebes kleines Lämpchen. Das Lämpchen ruft seine Mutter. Ja, ist blöd, ne? Aber ungerecht behandelt fühlen ist nicht so eine Tierweltgeschichte. Jetzt kommen wir jetzt die Abstraktion, das zu einem Menschen weiter zu betrachten. Natürlich sind wir, wir sind geistig weiter und wir sind nicht mehr so ganz Tiere. Wir können auch ein bisschen moralisch handeln und so. Okay, verstehe ich alles. Kann man drüber reden. Aber alle Gerechtigkeitsempfinden, die du hast, sind moralisierend daraus entstanden, wie du sozialisiert worden bist. Alle Gesetze sind künstlich gemacht worden, um eine gerechtere Welt zu schaffen. Aber die lassen sich auch nur so bestimmen. Du machst die Menschen dann nicht plötzlich gerechter, weil du Gesetze hast. Funktioniert nur bedingt. Natürlich können wir davon ausgehen, dass es jetzt nicht wie da ist, so Zahn um Zahn. So funktioniert das mittlerweile nicht in der Gesellschaft. Früher war das so, dass, naja, der hat jemanden getötet, dann hast du eine Rache verüben dürfen und die Person getötet. Früher war das anders. Ist jetzt nicht mehr so. Schon lange nicht mehr so. Natürlich hat die Gesellschaft sich verändert. Wir achten darauf, dass das nicht suizidabel ist. Wir achten darauf, dass keine Selbstjustiz verübt wird. Alles in Ordnung. Es gibt bestimmte Tendenzen zu Gerechtigkeit. Aber das macht den Menschen nicht gerechter. Jeder Mensch wird seinen Vorteil gut finden. Denkst du, ein Mensch wird es schade finden, dass er mehr Geld hat als du? Ja, gut, dann nennt er sich auch der Arme, aber trotzdem hat er mehr Geld als du. Er denkt sich dann jetzt nicht, oh, dann teile ich doch mein Gehalt zur Hälfte und gebe dir was dafür. Also, tut mir leid, also so funktionieren Menschen halt nicht. Natürlich sind die Menschen darum bemüht, dass es ihnen gut geht und nicht fremden Menschen im Netz. Also, komm. Du kannst nicht eben alles erreichen, was du willst, wenn du nur genug an dich selbst glaubst und dich nicht selber so runterspielst. Nee, wir leben in einer krass sexistischen, rassistischen, queerfeindlichen, ableistischen, whatever Gesellschaft. Du kannst nicht einfach davon ausgehen, dass alle dieselben Chancen haben und es ist keine Opfermentalität, sich dafür einzusetzen, dass andere dieselben Chancen, dieselben Rechte haben wie... Das meint sie aber nicht mit Opfermentalität. Sie meint damit, dass du bei dir in deinem kleinen Zimmerchen hockst und sagst, oh, die Welt ist immer so gemein zu mir, die sind immer sexistisch und rassistisch und ich komme nicht im Leben zurecht. Letztens habe ich eine Rechnung bekommen über das und das mit Mahnkosten, wie böse vom System und voll rassistisch und voll sexistisch, weil ich das abkriege. Also, weißt du, wie
Tamara das vielleicht meinen könnte. Also die Opfermentalität bezieht sich ja auf dich selbst. Dass du in gewisser Weise dem System Schuld gibst an allem, was dir passiert. Boah, der Typ hat mich gerade voll dumm angeguckt. Bestimmt ist der voll sexistisch und voll rassistisch zu mir. Also, das ist typisch Opfermentalität. Wenn es viele, naja, muslimisch geprägte Menschen gibt, die laut am Telefon hocken und auf Arabisch schreien und sich dann darüber wundern, dass die Leute sie angucken. Die empfinden das als Rassismus, dass sie angeschaut werden. Eigentlich war sie nur ein Störfaktor und deswegen wurde sie angeguckt. Weißt du, was ich meine? Das ist Opfermentalität. Wenn du denkst, dass etwas passiert, nur weil du Frau bist, nur weil du schwarz bist, nur weil du rassistisch behandelt worden bist, nur weil du transsexuell bist, nur weil du bist, wie du bist. Ach, du hast mich nur, weil ich schwarz bin. Du glaubst einfach nicht an mich. Du glaubst doch mittlerweile an gar nichts mehr. Also mach dir gefälligst um deinen eigenen Scheiß Sorgen. Und ich werde mir um meinen... Ja, es gibt auch das mal, das kann passieren. Das soll man nicht verneinen, dass es nicht auch das gibt. Natürlich gibt es Rassismus. Natürlich gibt es Menschen, die dich anders behandeln, weil du transsexuell bist. Von mir aus, das gibt es alles. Vollkommen legitim. Das kann man auch mal sagen, wenn es so weit ist. Aber das grundsätzlich immer davon... egal was ist, kleines Thema ist Shuroka. Man könnte ihr viel vorwerfen, sie könnte auch anderen viel vorwerfen. Das Einzige, was sie aber immer vorwirft, ist, dass man sie kritisiert, weil sie eine Frau ist. Nein, man kritisiert sie anhand dessen, was sie gesagt hat. Fertig. Und das ist der Tenor, das ist wichtig. Die Mehrheitsgesellschaft legt so ein... Alter, sieh mich gerade an. Aber man erkennt ja relativ schnell, wie eine Frau diesbezüglich gepolt ist. Der Kollege hat das gemacht, ihr Chef ist so und so, schuld an dem sind die und das System und die Gesellschaft und das Patriarchat. Und ja, so wie du die ganze Zeit Frauen die Schuld an allem gibst, was irgendwie schiefläuft, oder? Was an Männern schiefläuft. Wenn man als erwachsener Mensch nie die Verantwortung über eigene Entscheide übernimmt, kann das auch negative Auswirkungen auf eine Beziehung haben. Weil dann kann es sehr gut sein, dass sie auch in einer Beziehung mit dir mit dem Finger auf dich zeigt, auch wenn du gar nicht die Ursache bist, sondern vielleicht eher sie oder keiner. Ja, und so kann dann sehr... Genau, weil Frauen total irrational sind, wissen wir ja. Die wird einfach so wütend sein für irgendwelche... Dazu sage ich jetzt nichts. Ah, nein, das nehme ich nicht. Einsicht sieht anders aus. Diese Autofahrerin in der US-Hauptstadt Washington hat verbotenerweise einen Bus überholt und dabei einen weiteren PKW beschädigt. Ein Fahrgast filmt mit seinem Handy, wie die Frau darauf ausrastet und Scheiben und Außenspiegel des Busses mit einem Wagenheber einschlägt. Auch der Busfahrer bekommt seinen Teil ab. Als er versucht, die Frau am Wegfahren zu hindern, drückt die kurzerhand aufs Gaspedal. Der Mann lässt sich davon nicht beeindrucken, stellt sich immer wieder vor den Audi der Unfallfahrerin. Als die Polizeisirenen dann näher kommen, dreht die Frau vollends am Rad. Obwohl der Mann noch auf ihrer Motorhaube liegt, tritt sie das Gaspedal durch und rast davon. Der Busfahrer wird auf die Straße geschleudert. Er leidet laut Polizei aber nur leichte Verletzungen. Die Amokfahrerin wurde inzwischen identifiziert. Die 20-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen des Angriffs mit einem gefährlichen Gegenstand verantworten. Probleme, die gar keine Ursachen haben, so kennt man ja. Sehr leicht eine Atmosphäre der Defensivität entstehen oder Konflikte zwischen euch können sich verschärfen, weil sie nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen oder auch Kompromisse einzugehen. Ja, und das hemmt natürlich auch die Weiterentwicklung in der Beziehung. Man wiederholt die gleichen Verhaltensmuster, ohne daraus zu lernen. Bemerkst du also, dass sie sich hier und da auch selbstkritisch hinterfragt oder schaut, wo sie sich verbessern kann, ihre Stärken und vor allem Schwächen kennt, zu ihren Fehlern steht, fördert das in meinen Augen eine gesündere und stabile Partnerschaft. Ja, das sind aus der Perspektive einer Frau alles Zeichen, dass man da einen Schritt weitergehen kann, ja, sollte, weil das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine tolle Person ist. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe auf ganz bald. Macht's gut und tschüss. Nein. Nein. Ja, fandet ihr das hilfreich, die Reaktion auf das Video von Tamara? Sagt es gerne in den Kommentaren.
Oh boy. Wisst ihr, was ich jetzt brauche? Wisst ihr, was ich jetzt brauche danach? Mit dem Schwätzchen. Burrito. Und damit Nellchen auf.